Okay. Hallo, Body. Enttäusch mich nicht. Bitte funktionier du jetzt wenigstens. Was war denn unser letzter Save? Hey, guck mal, es gibt einen Autosave, aber ich kann den irgendwie nicht wirklich auswählen. Also zumindest leuchtet da nichts. Das ist ja unheimlich, finde ich. Okay, ich schätze mal 22.10 Uhr ist der aktuellste Save. Let's go, Hollow Body. Auch gut. Oh, ich hatte tatsächlich, weil ich gerade Stressball lese, aber ich finde ihn leider nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der hingekommen ist. Vielleicht hat ihn der Hund gefressen. Hoffentlich nicht. Ich hatte tatsächlich... Okay, ich dachte kurz, dreht der Controller automatisch die Kamera, aber das ist in dem Spiel ja so. Ich hatte tatsächlich einen Würfel, der war voll cool. Der hatte irgendwie an der Seite so 5 Knöpfe, die super schön haptisch befriedigend zu drücken waren. Und oben so eine Art 3D-Stick und an der Seite so eine kleine Rolle. Auf jeder Seite war so ein bisschen Fingerbeschäftigung. Das war voll gut. Sowas brauche ich wieder. Unbedingt. Bogul, hey, vielen, vielen Dank auch dir für die Bets. Super nett von euch. Freut mich sehr. Hype Train, Stufe 1, 21%. Let's go. Schauen wir mal in den Mülleimer. Wir hatten doch eine Taschenlampe irgendwie, ne? Weil es ist schon sehr dunkel. Wie mache ich denn die gleich nochmal an? Guck mal. Irgendwas ist wirklich komisch. Irgendwas stimmt mit dem Controller vielleicht auch einfach nicht. Weil wenn ich Start drücke, springt der automatisch 1 nach unten auf Option. Das ist doch auch nicht normal, oder? Aber die Figur wird nicht gesteuert, immerhin. Ha! Na, das ist alles schon ein bisschen weird hier. Alles ein bisschen komisch heute. Das war das. Okay, aber wie geht denn die Taschenlampe gleich nochmal? Jetzt muss ich wirklich mal schnell in die Optionen schauen. Tastenbelegung. So. Torch. Ah! Ja, okay. Gibt's ja auch noch die beiden Tasten, ne? Hi Merlin, bist du schon zu Hause? Hundi hat schon Abendessen bekommen. Ich habe dem seine normale Ration gegeben und zusätzlich dann noch einen Kauknochen. Einfach so. Damit er beschäftigt ist. Ey, danke fürs Reinfallen. Ich glaube, da liegt jemand. Ah, wir können das auch untersuchen. Und ich habe mir das witzigerweise gestern oder so. Gestern habe ich mir gedacht, Moment mal. Warum habe ich in Hollow Body eigentlich immer alles im Nahkampf bekämpft? Wir haben doch sogar eigentlich eine Waffe, oder? Und wir haben ganz schön viel Munition nämlich. Ich habe die nämlich nie benutzt, deswegen haben wir jetzt einfach irgendwie 54 Schuss. Ich habe beim letzten Mal spielen einfach echt komplett vergessen, dass dass wir Revolver-Munition haben. Controller ist im Speed-Modus. Also der Controller an sich hat keinen Speed-Modus oder sowas. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie am PC einstellen kann oder ob da... Ich weiß es nicht. Ach so, auf dem Weg bist du. Okay. Kombinieren wir mal Munition mit Revolver. Dann ist der Revolver auch gleich ausgerüstet. Ich gehe mal dahin, wo die Leichen sind, oder? Das ist immer eine gute Idee. Oh, Agro, vielen, vielen Dank für 5 wundervolle Subs. Das freut mich sehr. Dankeschön. Oh, das hat den Hype Train natürlich jetzt auch gleich auf Stufe 2 geboostet. Nice. Ah, ja, 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 ja. Wenn ich einen Skatepark sehe, muss ich an das Lied denken. Da, 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 da. Da, 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 da. Wie heißt denn das? Wie heißt denn das wirklich gleich nochmal, das Lied? Und von wem ist das? Ich weiß nur, dass ich Tony Hawk anmache und Level geht los und das macht... Ah, ja, 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 ja.
Leave me alone. Hi Matthias, Soul Raver 1 und 2 Remaster. Ich hab's mitbekommen. Ich habe mir gestern angeguckt, was alles angekündigt wurde auf der State of Decay, wollte ich schon sagen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, State of Play. Ist schon wieder ein bisschen laut heute alles. Auch das Spiel ist ein bisschen laut, ne? Ich habe das mitbekommen. Aber ich bin ehrlich gesagt, habe ich die nie gespielt. Ich bin mit Blood Omen 2 eingestiegen und das hat mir sehr gut gefallen. Aber die Vorgänger kenne ich quasi alle nicht. Deswegen, ja. Okay, ich muss mal schnell gucken, wo wir... Es gab noch zwei andere Wege. Gehen wir die mal. Sah so aus, als wäre hinter dem Brunnen ein großes Haus, oder? Vielleicht müssen wir da lang. Oh, guck mal, da schlängelt wieder so ein Wurm. Stimmt, das war ja irgendwie so eine Parasitengeschichte wahrscheinlich. Die sieht fast so aus, als wären da Würmer in dem Wurm. Seht ihr das? Da kommen immer wieder so Würmer aus... Oh, am Bogen... Aaron Marlowe, 5.7.11, Teacher. Oh, wenn der 2011 geboren ist, ist der aber auch schon älter. Nee, stimmt gar nicht. So weit in der Zukunft spielt das Spiel, glaube ich, gar nicht. Ne, der ist dann wahrscheinlich so 50 gewesen. Aber ja, wir kriegen jetzt einen Holzbogen. Aber Pfeile haben wir noch nicht. Die Pfeile müssen irgendwo anders sein, steht da sogar. Okay. Ah, das war anscheinend kein Gebäude, sondern nur irgend so eine Zeile. Statue. Ich weiß echt nicht, was mit meinem Hirn los ist. Ich muss schlafen, glaube ich. Ich werde nach dem Stream sofort ins Bett gehen. Aber augenblicklich. Nee, kann ich leider nicht. Ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen. Aber dann... Dann gehe ich ins Bett. Oh, da ist ein Gegner, oder? Ich habe vergessen, wie man kämpft. Okay, ich habe es wieder rausgefunden. Das ist nett von dem Gegner. Was hat denn der jetzt gerade gedroppt? Komm, stampf! Ah, da ist wahrscheinlich einfach der Arm abgefallen, ne? Die Mechanik gab es ja in dem Spiel. So, manuell nachladen kann ich auch hier. Das ist sehr gut. Weiter geht's. Wow. Was war jetzt nochmal wegen dem Hund? Der ist satt, der Hund. Das ist auch sehr Silent Hill, dass man so Geräusche hört, wenn Gegner in der Nähe sind, ne? Das ist eigentlich für so ein Spiel eine gute Idee. Für so ein Horrorspiel mit so semi-feststehender Kamera. Es ist ja irgendwie schon eine Third Person meistens. Manchmal switcht sie aber auch in einem feststehenden Modus. Und sie ist tatsächlich nicht wirklich frei beweglich. Also die, ich kann die nur so ein bisschen nach links und rechts schwenken. Ansonsten richtet die sich immer automatisch an der Figur aus. Was so ein bisschen, als wäre das Spiel für Tablets konzipiert oder so. Ich finde es ein bisschen weird. Ja, ich habe ein Emote bekommen, das repräsentiert mich heute perfekt. Guckt euch das an auf Twitch. Der Frog Ponder. Sieht ein bisschen betrunken aus. Betrunken bin ich nicht, na gut. Aber ja, ich fühl den Emoji gerade sehr. Ich fühle das Emote gerade sehr. Das bin ich. Merle muss auch schlafen. Ja. Wir sind alle im Arsch. Oh, erschreckt mich nicht so. Ja, das ist relativ neu erschienen, das Spiel.
Das ist jetzt ein bisschen über eine Woche alt. Als ich das letzte Woche angefangen habe, war es wirklich noch ganz neu. Oh, da ist anscheinend noch ein Gegner. Aber der ist so weit weg, den ignorieren wir jetzt einfach. Und das ist sehr stark an Silent Hill angelehnt, wie man sehen kann. Aber spielt quasi in so einer Cyberpunk-Zukunft eigentlich. Auch wenn es gerade nicht so aussieht, aber eigentlich schon. Okay, da ist ein Herzschloss. Ein entstellter Körper. Ach, das ist ein echter Mensch. Ich dachte, das ist irgendwie eine Puppe oder sowas. Der Körper ist in Ketten gehüllt und ein herz-shaped Schloss ist in der Chest. Arme Frau. Eine alte Brieftasche liegt auf dem Boden. Nehmen wir mit. Eine abgenutzte Leder-Brieftasche. Okay, ich schätze mal, wir brauchen ein Herz oder ein Pfeil. Ja, vielleicht. Guck mal, jetzt lenkt das Spiel nicht mehr automatisch nach unten. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich brauchen wir einen pfeilförmigen Schlüssel. Oder? Moment mal, wo habe ich denn die Pfeile her? Wann haben wir die denn aufgehoben? Da stand doch vorher noch, dass keine Pfeile dabei sind beim Bogen. Und jetzt habe ich plötzlich Pfeile oder was? Bow and Arrow added to inventory. Ja, genau. Jetzt habe ich ja einfach... Dann musste ich noch kombinieren, was ich ein bisschen komisch finde, aber gut. Jetzt habe ich einen Bogen mit 25 Pfeilen. Den equippe ich jetzt mal. Soll ich mal da drauf schießen? Mit dem Pfeil? Auf das Schloss? Geht nicht. Ich kann es nicht wirklich anvisieren. Aber ich finde, der Ansatz war gut. Okay. Ah, die Brieftasche sollten wir uns vielleicht anschauen. Inspect. Eine alte Brieftasche. Moment mal, was war da? Irgendein Schlüssel war da drin. Ein Digilock House Key. Das ist aber jetzt nicht für das Schloss in dem Herzen, glaube ich. Was hat sie gerade gesagt? Ich glaube, sie hat mir irgendeinen Tipp gegeben. Irgendwas 21. Shit. Ich habe nicht zugehört. Nee. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall anscheinend für irgendein Haus einen Schlüssel bekommen oder so. Da ist ein Pfeil. Ein sehr dezent platzierter Pfeil. Vielleicht sollten wir... Ach so, warte mal. Der ist hinter dem Schloss. Nee, das ist falsch. Schade eigentlich. Okay, für was könnte... Der Schlüssel könnte halt jetzt für jedes Haus hier sein, ne? Damn. Oder meint ihr, ich muss wieder in das Haus zurück hier? Ja, im Ausweis wird stehen. Warum kann ich denn den nicht mehr inspekten? Ah. Adresse in der Nähe. 21. Dankeschön. Okay, Adresse ganz in der Nähe, Hausnummer 21. Na gut, schauen wir uns das mal an. Ich hoffe, dass ich die Pfeile wieder einsammeln kann, weil dann ist das eigentlich schon eine sehr nützliche Waffe. I guess. War hier nicht irgendwo ein Gegner in der Nähe? Jetzt nicht mehr. Na gut. Ist auch besser für ihn. Da liegt ein toter Soldat unter der Bank. Das finde ich interessant, ne? Der trägt so Polizeiuniform und sowas. Und alle Daten über den sind classified, sind verschlüsselt. Die kann ich nicht einfach so einsehen. Das ist ein netter kleiner Kniff hier. Oh, die Kamera war gerade... Hallo? Verwirrend. Okay, ich schätze mal, hier geht es nicht weiter. Also das ist alles auch eine Sackgasse. Irgendwie sind die Büsche hier auch quasi... Das sieht so aus, als sollte ich nicht laufen können, oder? Naja, gut.
Keine Ahnung. Jo, mach das Kamillentee. Wird ja erstens, genau wie du schon sagst, das Wort bleibt ja online, solange es geht auf Twitch. Und es wird auch alles auf YouTube hochgeladen, dass nichts verloren geht. Okay, also hier im Park sind wahrscheinlich keine Häuser. Kombiniere ich jetzt einfach mal. Clever wie ich bin. Das heißt wahrscheinlich... T-Bone, Dankeschön für die Bits. Das heißt wahrscheinlich muss ich nochmal aus dem Park raus mit dem Digi-Pin. Und jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo Hausnummern erkennen können, die uns irgendwie weiterhelfen. Wisst ihr was, wenn wir schon hier sind, speichere ich gleich nochmal schnell. Oh, haben wir gerade irgendwie... Guck mal, man sieht es schlecht, aber jetzt beim Speichern hat man es gerade gesehen, wir haben hier Blut am Auge. Hatten wir das schon immer? Ist das von unserem Autoflugzeugabsturz? Von unserem Flugautoabsturz? Ach, guck mal, Hausnummer 66. Oder ist das neu? Das Blut meine ich jetzt. Nicht die Hausnummer. 62, okay, ich verstehe, ja gut. Dann ist aber irgendwie 21 sehr weit weg. Was haben wir hier für eine Nummer? 49. Ja, haben wir noch ein Stückchen. Ja, ja, grundsätzlich ist Outbreak gerettet, aber irgendwie hat irgendwas nicht ganz funktioniert. Ich spiele ja Outbreak über einen Emulator. Meine ganz legale Sicherheitskopie. Und irgendwie hat der Controller nicht nur das Spiel, sondern gleichzeitig das Emulator-Interface bedient. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das ausstellen könnte. Da war irgendein Fehler, irgendwas falsch eingestellt plötzlich. Keine Ahnung. Deswegen spielen wir jetzt Hollow Body, sonst hätten wir eh Outbreak gerade gestartet. Aber grundsätzlich konnte ich es retten und wir haben sogar die Safe Games noch, coolerweise. Okay, warte mal, das ist jetzt 27, glaube ich. Oh, da brennt Licht. Das ist in so einer Umgebung fast schon unheimlich, oder? Wetten, das ist das Haus, wo wir rein müssen. 21. Das Haus, in dem noch Licht brennt. Okay. Hallo, Damen. Und T-Bone, hi. Well, at least it's dry in here. Yeah, I guess. Let's not get too comfortable. Ist ein Bogen eine sinnvolle Waffe für so enge Räume? Ich eigentlich schon, oder? Ich meine, man braucht nur eine Armlänge Platz. Wenn man mal so einen Pfeil gespannt hat, ist das schon auch ziemlich gefährlich. Also tödlich auf engem Raum. Das geht schon, glaube ich. So, was haben wir denn hier? Eine Fujinon R14X125SD3H. Cool. Ich mag die Magnetbänder. Ah, schön. Oh, oh Gott. Wow. Oh mein Gott, ist die Tür an. Ja. Hallo. Alles klar? Ich schätze, es ist tot. Und die Tür ist zu einem riesigen Gesicht geworden. Aber meine Pfeile kriege ich scheinbar nicht wieder. Zieh die doch raus aus dem Monster. Naja, okay. Dann halt keine Pfeile. Das war gerade weird.
Brauchen wir Heilung? Wie geht's uns eigentlich? Caution. Aber eigentlich geht's uns ganz gut. Ich habe nur 3 Heilsprays. Hebe ich mir mal noch auf. Okay, wenn da jetzt hier plötzlich so ein Gesicht gewachsen ist, dann gehe ich jetzt einfach mal die Treppe hoch. Wir hätten uns vielleicht das Video einfach nicht anschauen sollen. Oh, das ist hier gerade echt ein bisschen creepy. Ich mag's. Oh nein, ist da ein Vogel dagegen geflogen? Is that blood? I hope it's not Chris's blood. Oh mein Gott. Oh nein, es ist wirklich ein Vogel dagegen geflogen. Mehrmals! Warum? Vogel, bist du irgendwie dumm? Es tut mir leid, kleiner Kerl. Du kannst jetzt schlafen. Ich habe ja schon mal erlebt, dass ein Vogel gegen eine Scheibe fliegt, ne? Aber 2-mal hintereinander gegen dieselbe Scheibe. Was ist mit dem? Ach, können wir jetzt über das Vogelfenster vielleicht raus? Nee. Welcome! Ach, weil gerade hier die Anzeige kam und das so komische Geräusche gemacht habe, dachte ich, jetzt kommt ein Funkspruch rein und dann höre ich plötzlich den Händler, wie er sagt, Welcome! Wäre cool, wenn wir hier einen Händler treffen würden. Aber I guess, das ist nicht der Händler. Das ist Rosie Hardwell, geboren am 14.01.13, Krankenschwester. Aber sind das nicht mehrere Personen da unter der Decke? Ich sehe da 3 Beine. Oder spinne ich? Nee, da sind doch safe 3 Beine. Vielleicht hatte die 3 Beine. Ich meine, es ist ja möglich. Rose, die 3-beinige Krankenschwester. Okay, aber irgendwie bin ich verwirrt. Wir haben jetzt da oben überhaupt nichts gefunden, was uns weiterhilft. Ah, aber das Gesicht ist verschwunden. Dafür gibt es jetzt hier keine Tür mehr. Okay. Oh mein Gott. Ach so, ich kann den Camcorder nehmen. Jetzt. Ja, ich dachte, wir schauen uns jetzt noch. Und das wäre cool auch gewesen. Ich dachte, das ist jetzt sowas von wegen, ich benutze jetzt den Camcorder immer wieder, legt da neue Kassetten aus und dadurch verändert sich die Realität oder sowas. Aber gut. Dann werde ich jetzt hier mal den Camcorder installieren. Auch wenn ich noch nicht weiß, warum. Und jetzt beobachten. Genau, jetzt beobachten wir das Haus gegenüber. Cry of Fear. Ja, ja, warte mal, das kenne ich, aber... Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Das Gesicht hat irgendwie die Tür gegessen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Cry of Fear wahrscheinlich nicht gespielt. Ich könnte es gerade nicht sagen. Können wir eigentlich mal Kapuzenkerl eine Waffe geben? Können wir ihm wirklich vielleicht eine Waffe geben? Nee, ich kann nicht mit ihm interagieren. Schade. Kostenloser Mod zu Half-Life, ja. Ach, warte mal, die Tür ist gar nicht verschwunden. Die Kameraperspektive zeigt die Tür nur nicht. Okay, die war nur außerhalb vom Frame. Dann gehen wir mal gegenüber in das komische Haus, wo die Kamera hin zeigt. Haus Nummer 20. What's that smell? Kinda smells like bacon. Like bacon? Der Kerl erschreckt mich immer so.
ein Zeitungsartikel. Die sind immer so lang in dem Spiel. Eine KI-Nanozelle, Anti-Alterungs... Ach so, Anti-Alterung oder schneller Weg zum Tod. Dritter Todesfall. Aufgrund der kontroversen Pharmazeutical Konglomerats Echo Gardens. Okay, also Echo Gardens hat quasi irgendwie KI-gesteuerte Nanozellen erschaffen, die den Alterungsprozess aufhalten sollen, aber scheinbar sind da schon vereinzelt Menschen dabei gestorben. Das Produkt verspricht, dass der Alterungsprozess um bis zu 90% aufgehalten wird. Ja. Many foreign exhibitions may be detrimental to the wider medical industry as the company grows to a staggering 87% market dominance. Okay, also dieser Pharmakonzern, also wir haben hier wirklich so ein bisschen Future Umbrella, hat irgendwie durch die ganzen Produkte und so weiter 87% Marktanteil aktuell. Und ja, es gibt Sorgen, dass es zu Material- und Medizinmängel kommt, weil keiner mehr neben diesem Megakonzern existieren kann. All patients involved in ongoing medical trials are fully aware of the risk. Ja genau, und im Endeffekt sagen die zu diesem dritten Todesfall so, dass alle, die an diesem medizinischen Test teilgenommen haben, sich über die Risiken bewusst waren und dass die angemessen entlohnt werden dafür. Aber da stellt sich die Frage, schreibt der Autor von diesem Zeitungsartikel, was ein Batzen Geld einem bringt, wenn man 6 Feet unter der Erde liegt. Vielleicht kriegt die Familie das Geld wenigstens. Ich meine, das ist jetzt auch nur, ne? Aber ich meine, wäre besser als nichts. Welcome! Steht auf der Fußmatte. Na dann. Da kommt Strom. Wer hat denn seinen Sicherungskasten bitte so tief auf dem Fußboden? Warum? Hallo Akiba. Übrigens. Cool, dass du mal dabei bist. Okay, irgendwas ist direkt hier in diese Büchse gekabelt worden. Ich berühre das sicher nicht. Schauen wir mal, wo die Kabel hingehen. In die Badewanne. Mhm, habe ich mir gedacht. Mein Gott. Das ist das, was nach Speck gerochen hat. Aha. Okay, da ist immer noch Strom drauf, der durchs Badewasser zuckt. Irgendwas liegt auf dem Grund der Badewanne. Direkt unter der Wasseroberfläche. Ich muss irgendwas finden, um das da raus zu angeln. Achso, ne, um den Plug raus zu angeln. Den Stöpsel wollen wir rausangeln. Und wenn wir die Kabel rausziehen, wilder Plan vielleicht, aber könnten wir hier nicht ein bisschen an den Kabel ziehen? Einfach? Klingt für mich eigentlich nach einem Plan, aber anscheinend suchen wir jetzt lieber was, um den Stöpsel aus der elektrifizierten Badewanne zu angeln. Ich wollte gerade einen Witz drüber machen, dass hier ein Fernseher steht und in der Badewanne ist auch ein Fernseher. Und wie viel Fernseher hat der eigentlich? Aber wenn ich mal meine ganzen Bildschirme zusammenzähle, die hier im Haus stehen, dann kommen wir auf 7. Insofern, naja. Ich
Ich höre hier auch Elektrifizierung. Oh, guck mal, der hat eine... der hat ein interessantes Hobby. Ich meine, viele Leute hängen sich Fotos an die Wände und so, aber gleich ganze Personen zur Erinnerung, das ist neu. The body has an old metal road sign. Ja, okay, ein altes Schild. Schild, Straßenschild durchbohrt den Körper. Und wir können das jetzt als Axt mitnehmen. Das ist zwar irgendwie lustig oder so, glaube ich. Ist schon cool. Aber damit können wir jetzt wahrscheinlich auch eher schlecht den Stöpsel aus der elektrischen Badewanne fischen. Und mit dem Metallkleiderbügel auch eher schlecht, oder? Ich bin immer noch dafür, dass wir einfach am Kabel ziehen, aber gut. Schön. Schön gemacht. Noch ein Heilspray. Nice. Überall sind diese blauen Lampen, so hellblau LED-Lampenlichter. Waren schon in der Wohnung, im Apartment-Komplex überall. Ein Jojo, das ist wahrscheinlich auch aus Metall, oder? Okay, hänge ich jetzt Kleiderbügel an Jojo oder sowas? Schau ich mal, ob ich wirklich den Kleiderbügel und das Jojo kombinieren kann. Ja, wir haben einen selbstgebastelten Haken draus gemacht. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Und damit fischen wir jetzt aus dem elektrifizierten Wasser den Stöpsel raus. Na, von mir aus. Schauen wir mal, was auf dem Weg nach unten aus der Wand springt und uns frisst. Einfach reingreifen, dafür gibt es eine Sicherung. Ja, die scheint nicht so ganz gut zu funktionieren hier. Der ist schon gut durch. Die Sicherung ist immer noch drin. Item, selbstgemachter Haken. Bam. Moment, war das Magnetband? Ach so, ein Herzschlüssel. Na, guck mal. Meint ihr, das war ein Unfall? Ich dachte die ganze Zeit, das war Selbstmord. Aber wenn ich mir das so anschaue, dann hatte der hier irgendwie einen Videorekorder und mehrere Discs und einen Stuhl mit einem Fernseher drauf. Versteht ihr? Hat der sich den Stuhl dahingestellt, Fernseher drauf und hat irgendwas geguckt beim Baden? Was ich auch immer mache, aber nicht ganz so kompliziert. Warum habt ihr keine Tablets in eurer Zukunft hier? Aber auf jeden Fall wäre es von der Höhe des Stuhls her schon sehr ungewöhnlich, dass der Fernseher in die Wanne so fällt. Warum sollte der Stuhl umfallen, ne? Und zweitens ist der Stuhl niedriger als die Wanne und so. Es ist weird. Keine Ahnung, ob das ein Unfall war oder nicht, aber auf jeden Fall haben wir jetzt den Schlüssel für das Herzschloss. Moment, wo ist Kapuzenkerl? Warum ist der Fernseher plötzlich an? Nix wie raus hier. Kapuzenkerl ist wirklich weg. Wann ist denn der verschwunden? Ah! Oh, holy shit, ey. Erstens, wo warst du? Und zweitens, erschreck mich nicht immer so. Rennt da immer voll ins Bild. Als ob er mich gleich anspringen würde. Moment, laufe ich gerade noch richtig? Ich glaube schon, oder? Da vorne geht es jetzt dann in den Park wieder. Okay, alles gut. Na dann.
MacGyver wäre stolz. Das A-Team wäre cool gewesen. Das hätte aus der elektrischen Badewanne ein gepanzertes Fahrzeug gebaut. Da, 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 da. Da, da, da. Und dann würden die zu viert in der Panzerbadewanne durch die Straßen fahren. Ich dachte, es wäre Cyberpunk. Warum sieht es aus wie in den 90ern? Ja, Cyberpunk hat ja oft auch so einen 80er, 90er Jahre Retro-Charme, ne? Als hätte sich der Stil zumindest nicht weiterentwickelt. Das ist hier irgendwie auch so. Ich meine, in dem Gebäude, in dem wir waren, haben wir schon auch sehr... Ich meine, wir sind mit einem fliegenden Auto hier abgestürzt und die richtigen Städte sind auch irgendwie sehr cyberpunkig. Wir sind ja hier quasi in einer alten Quarantänezone. Habt ihr das gesehen? Der Pfeil ist gerade ungefähr 5 Meter hinter dem Monster zu Boden gegangen. Hat das Ding keinen Kopf mehr? Ich glaube, der war schon kopflos. Du schon wieder. Nerviger Kapuzenbegleiter. Okay. Dann schauen wir mal, was hinter diesem Tor liegt. Spared when the looting started. I'm more worried about who keeps those candles lit. Wer sorgt dafür, dass die Kerzen noch brennen? Ja. Das ist eine gute Frage. Normalerweise würde ich sagen Videospiellogik, ne? Secret to the memory of Jack Felix Marcus. Aber wenn sie das schon anspricht, lent not given to bud on earth. Muss ich mir das merken, was da steht? Das erste war irgendwas mit einer Blume. In remembrance of Conroy Walker, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Kapuzenkerl. Du machst die ganze Stimmung kaputt, Kapuzenkerl. Ich frage mich, ob der sterben könnte. Ich frage mich, ob der auch wirklich sich umbringen kann in der Eindachszene. Je nachdem, welche Antworten man wählt. Loving memory of Mike Kaufman. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Wie die einfach Kaufmann aussprechen, oder? Kaufman. Als wäre es der Hustenmann. Das klingt wie ein Gegner aus Mega Man 40, wenn ihnen wirklich nichts mehr einfällt. Dann werden alle Gegner nach Krankheitssymptomen benannt. Kaufman und Sneeze Man. In ever loving memory of Tara Silbury. Gone from our home, but not from our hearts. Ich habe keinen Bock auf den Bosskampf Diarrhea Man. Aber die Fähigkeit, die Mega Man dann kriegt, würde ich gern sehen. Okay, gehen wir in die Kirche. The house of God. Doesn't look like their home. Yeah, let's not hang around. Hi Darko. Hab länger nicht mehr reingeschaut, was ist eigentlich aus Coffee Cake and Games geworden. Coffee Cake and Games haben wir aufgelöst. Das gibt's in der Form jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt ohne Michael den Podcast Pixelwerk weiter. Den gibt's immer noch. Und Michael hat irgendwie sein eigenes Projekt mal angefangen,
Aber bis jetzt ist da, glaube ich, immer noch nichts online gegangen. Ich habe jetzt auch schon länger keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Ich weiß nicht. Ah, das sind die Namen von den Grabsteinen, ne? May the flame light your way. Ah, das ist wirklich irgendein Rätsel. Shit. Genau, da weiß ich jetzt nicht, wie es bei ihm weitergeht. Aber Pixelwerk gibt's noch. Und Pixelwerk ist cool. Okay, ich brauche jetzt auf jeden Fall das Feuerzeug. Ich weiß schon, wie das Rätsel geht. Ich finde es jetzt nur nervig. Wir müssen jetzt auf den Friedhof gehen. Dann muss ich mir Notizen machen, welche Grabsteine beleuchtet sind und welche nicht. Dafür brauche ich einen Kugelschreiber oder einen anderen Stift. Und dann muss ich nachher einen holen. Dann können wir das hier lösen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal kurz in der Kirche um, würde ich sagen. Oh, das ist super creepy, oder? Hier sind quasi Leute in der Kirche gestorben beim Gottesdienst oder so, oder weil sie Zuflucht gesucht haben, man weiß es nicht. Sind wahrscheinlich beim Beten verhungert hier in der Quarantänezone und die haben denen einfach so Tücher drüber gelegt und die sitzen lassen. Das ist sehr cool, muss ich sagen. Das ist sehr creepy. Das ist eine sehr creepy, abgefuckte, coole Stimmung hier dadurch. Das ist auch echt, finde ich, schön gemacht, weil die Tücher so leicht durchsichtig sind. Ne? Man sieht so schemenhaft die Körper drunter, aber nicht wirklich. Muss ich schon sagen, das ist ziemlich eindrucksvoll unangenehm. Oh, und hier die heilige Schrotflinte. Sehr gut. Ich mag die heilige Schrotflinte jetzt schon. Ich mag Moneten. So, wo haben wir denn hier die heilige Pumpgun? Jawohl. Steel Point Shotgun. Equip. Ich weiß nicht genau, was der nächste Gegner ist, den wir treffen. Aber der kriegt gleich mal... Weiß ich gar nicht. Was kriegt er denn eigentlich? Was haben wir denn für Munition da drin? Was ist jetzt schon... Wir haben nur 4 Schuss dafür. Ich sollte ein bisschen sparen. Okay. Die heilige Handgranate wäre gut, aber die heilige Handgranate kannst du halt nur einmal benutzen, ne? Die heilige Pumpgun, die geht immer wieder. Das ist das Gute. Also ich kann echt mit gutem Gewissen, weil ich die selber sehr gerne mag, die letzte und die vorvorletzte Folge von Pixelwerk sehr empfehlen. Wenn du da reinhören möchtest. Die vorletzte, die war ein bisschen weird, weil ich da alleine war. Da hatte ich keinen Gesprächspartner. Das war so ein Monolog. Das ist schon okay, I guess. Aber ist nicht der schönste Podcast geworden. Sage ich mal so ganz selbstkritisch. Ist einfach schon besser, wenn man einen Gesprächspartner hat. Auch wenn es inhaltlich gleich bleibt, aber der Flow ist ein anderer, ne? Einfach. Okay, ich muss mir jetzt einen Stift holen, aber das passt eh ganz gut, weil ich sowieso noch mal kurz runter muss. Aber ich bin sofort wieder da. Geht in einer Minute weiter. Ja, 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 ja. Ach ja, klingt wie ein Amerikaner, der einen Deutschen spielt in einer Komödie oder so. Ja, 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 ja. Okay, lösen wir das Rätsel. Sie betreten, sie tritt gleich mal das Grab. Ich habe auch keinen Bock mehr. Let's go. Olivia Richmond. Haben die gleichen Nachnamen? Ich mach mal lieber O. Richmond, ne? Oh Gott, guck, das ist echt was so leid.
Oh mein Gott. Es ist schon fast lustig, was heute für ein beschissener Tag bei mir ist. Guck mal, ich habe den Kugelschreiber aufgesetzt, weil ich schreiben wollte. Und dann ist flipp die Kappe oben abgeflogen. Und ja. Oh Gott. Was zur Hölle. Manchmal hat man so Tage, ne? Manchmal hat man einfach so Tage. Okay, jetzt scheint es zu funktionieren. Also. Oh, ach, der Kugelschreiber ist kaputt. Nee, wie hieß sie jetzt? Verdammt nochmal. O-Punkt Richmond. Also, Richmond ist aus. Richmond haben wir nimmer. Richmond kein Licht. Eigentlich muss ich nur gucken, wo Licht ist. So wurscht, ich laufe einfach zu den Leuchtenden. R. Harrison. Harrison, ich schreibe so hässlich. Ich hoffe, ich kann das danach lesen. Zumindest so ein bisschen. Ich hoffe, die heißen nicht zu ähnlich. Sonst haben wir ein Problem. So, hier brennt noch Licht. Bei J.F. Marcus. Marcus hat Licht. Ja. In the ever-loving memory of Charlie Marcus Helson, the Lord watch between me and thee, while we are absent one from the other. Wie war der Name? In the ever-loving memory of Charlie Marcus Helson, C.M. Helson. The Lord watch between me and thee, while we are absent one. Heißt auch Marcus mit zweitem Vornamen. C ist die spanische Version dann davon. Hi. M. Hustmann. Licht. Mit der Pumpgun, sportlich schlank, ja, Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun, Monster auf dem Grabelein. Tentakelwürmer gehen nicht heim. So. T.T. Sibyl. Sibyl oder so ähnlich. Hammond hat kein Licht. Habe ich noch irgendwo Licht vergessen? Da hinten sind auch noch Gräber. Treasured memories of Frederick Stillman. A tiny flower lent not given to bud on earth. F. Stillman hat kein Licht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es waren auf jeden Fall eine symmetrische, eine gerade Anzahl von Gräbern. Aber waren es wirklich nur 8? Ich meine, es waren mehr, oder? Aber ich gehe jetzt mal rein und gucke nochmal nach. Dann finden wir es raus. Ah ja, da drüben sind noch super viele Gräber, ne? Ich gucke mal schnell nach. Warum sind hier nur so ganz spezielle Namen? Das ist irgendwie komisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 fehlen. Ja, da könnten wir jetzt Trial and Error machen. Komm, die meisten wissen wir. Die meisten wissen wir. Das heißt, wir können die anderen beiden einfach Trial and Error. Ich hoffe, dass irgendwie ein Signal kommt, wenn es richtig ist. Also, passt mal auf. C.M. Helson. Ich habe hier einen Harrison. Hier. C.M. Helson ist an. Hammond. Hammond ist aus.
Marcus ist an. Stillman ist aus. Ich erkenne ein Muster. Harrison ist an. Silbury ist auch an. Okay, das Muster ist kaputt. Schelling? Ich glaube, Schelling haben wir nicht. Schelling ist jetzt ein Wackelkandidat. Selber, wow. Dankeschön für die 30 Quacks. Richmond, den haben wir gelesen, oder? Nee, ich hab Stillman. Harmond habe ich. Genau, aber kein Richmond. Dann sind das die beiden Wackelkandidaten. Kaufmann ist an. Ah! Perfekt. War's schon. Ein Ohr frei machen, damit ich höre, Pfuti unten Quatsch macht. Bin mir nicht sicher. Tex has been worried sick. He really cares, you know. Tex macht sich wirklich Sorgen. Tough guy, that's soft as pudding. That's what you said, wasn't it? Hat der Kerl aber weich wie Pudding. Das hast du doch über ihn gesagt. The boss in better days. All those ginkgo suits, sweet talking our regulars. Die Bar war auch schon mal besser, all diese ginkgo suits, die unsere Stammgäste zulabern. It's hard to say no when you're out of options. Aber wenn man keine Option hat, ist man froh, wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Fucking boiling pot of bad eggs. Verdammter kochender Kopf, Topf voller schlechter Eier. Ich kann mir nur vorstellen, wie es sein muss, durch all das durchgemacht zu haben. Aber du musst wissen, dass du nicht alleine bist. Wir sind nicht alleine. That pot's boiling over. And soon they're gonna get burned. Dieser Topf wird überkochen und bald werden sie verbrennt. Remember? Was auch immer es kostet, erinnere dich. Simba, erinnere dich. Ich trinke jetzt übrigens Bier. This place is giving me the creeps. Weil das ist das letzte kalte Getränk, das ich noch hier hatte. Und entweder hebt das meine Stimmung ein bisschen oder ich schlafe jetzt dann einfach mitten unterm Spielen ein. Das sind die beiden Optionen, nichts dazwischen. Los geht's. Da liegt was auf dem Sarg. Noch mehr Heilspray. Wie lange sind denn eigentlich in Reality, das hat gar nichts mit dem Spiel zu tun, aber wie lange liegen denn wirklich in Wirklichkeit so Tote in Gräbern? Gar nicht so lange, wie man meint, glaube ich, ne? Dann werden die unter Umständen schon wieder exhumiert und so, also beziehungsweise die Gräber neu belegt. Weil ich denke mir halt irgendwie, gibt schon viele, viele Tote, die so zusammenkommen. Und dafür gibt es in so pro Dorf verhältnismäßig wenig Gräber, finde ich, wenn man so drüber nachdenkt. Okay, ich setze mal Wiggin da lang. Und ich habe mich gerade gefragt, ob alle Kirchen wirklich so Gruften haben. Kommt immer auf die Kommune an und wie lange man für die Gräber bezahlt. Ja, genau, das stimmt, wie lange man bezahlt. Aber es gibt doch bestimmt schon so eine Mindestzeit, oder? Kann doch nicht sein, dass die irgendwie so frisch Vergrabene wieder... Ne, versteht ihr, was ich meine? Das wäre ja ziemlich respektlos auch einfach. Okay, ich wollte einmal mit der Pumpgun schießen, aber jetzt nehmen wir die Pistole, weil das ist schon Verschwendung, gerade für die einfachen Gegner hier.
Es gibt Familiengräber, die sind für Jahrhunderte blockiert und wiederum welche, die nur ein paar Jahre reserviert sind. Im Zweifel so lange, wie es jemand bezahlt oder wie bei unserem Familiengrab. Ja, genau, bis der Nächste stirbt. Aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, das kann doch nicht sein. Also das kann doch nicht sein, dass Leute dann einfach nach ein paar Jahren wieder ausgegraben werden. Weil ich meine, die sind doch dann noch nicht verwest und so. Was macht man mit dem? Werden die dann eingeäschert oder so? Warum vergräbt man die dann überhaupt? Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Das macht mich gerade, verwirrt mich gerade. Ich muss sagen, das Trefferfeedback ist ganz nice. Das fühlt sich ganz gut an, ehrlich gesagt. Oh, oh. Warte mal. Stopp. Ich muss ins Inventar. Um Himmels Willen. That escalated jetzt aber quickly, ne? Ich bin jetzt ziemlich schnell auf Danger gekommen. Gerade war noch alles gut. Jetzt tritt halt drauf. Verdammt nochmal. Wie die rumwanken, schon auch schön gemacht. Ich hoffe auch. Oh Gott, krabbelt da irgendwas auf mich zu? Ist da so ein Riesenkäfer? Da war definitiv so eine Art Spinne oder sowas, oder? Guck mal. Ja, und wie? Das kriegt hier so ein bisschen Resident Evil 4 Vibes mit den Würmern, die aus den Gegner kommen und Riesenkrabbenviecher und sowas. Naja. What are you buying? Wird dann nicht meistens nur oberflächlich das Grab weggemacht? Also Grabsteine und so. Und dann werden die geschichtet oder wie? Ich weiß. Das muss ich nachher mal googeln. Das interessiert mich jetzt irgendwie. Oh, sehr viel Blut geht da in die Richtung. Alexa, wie lange braucht ein beerdigter Körper, um vollständig zu verwesen? Hier ist eine Antwort von einem Alexa-Answers-Nutzer, die ich übersetzt habe. Es hängt wirklich von der Todesursache ab. In der Regel 6 Fuß tiefer, ohne Sarg, in gewöhnlichem Boden platziert, 8 bis 12 Jahre, um sich vollständig in ein Skelett zu zersetzen. Ohne Sarg, wahrscheinlich mit Sarg länger dann, nehme ich an. Okay, ich muss da wahrscheinlich irgendetwas in die Hände legen. Die Maschine hat 4 Arme. Warten darauf, dass ich etwas in die Pfoten lege. Ja, genau, das habe ich mir auch schon gedacht. Müssen wir wahrscheinlich erst finden. Ach, das ist auch überhaupt nicht creepy. Da haben wir schon irgendwas. Ein Herz, das noch schlägt. Nice. Das ist doch irgendwie schön. Liegt da was? Ah, Pistolenmunition, sehr gut. Ist die Ruhezeit vergangen und das Nutzungsrecht an der Grabstätte ausgelaufen, wird ein Grab in der Regel abgeräumt, eingeebnet und aufgelöst, sodass es neu belegt werden kann. Das sagt Google. Aber das kapiere ich jetzt immer noch nicht. Was bedeutet denn das? Wenn es irgendwie 12 Jahre braucht oder sogar länger, bis wirklich die Person zu einem Skelett wird. Und selbst dann ist es immer noch ein Skelett. Wird es dann ausgegraben wieder? Oder lässt man das dann einfach drin irgendwie? Oder versteht ihr? Was passiert denn damit? Ah, noch ein schlagendes Herz. Wir brauchen anscheinend nur schlagende Herzen. Irgendwie, ne, es kann einem selber ja ziemlich egal sein, was mit einem passiert, wenn man stirbt, ne? Ich meine, ich bin dann tot. Insofern werft mich einfach irgendwo in den Wald, damit mich Tiere essen können. Dann hat mein Körper noch einen Sinn oder so. YOLO, whatever. Aber
irgendwie mag ich die Vorstellung, nicht beerdigt zu werden. Irgendwie bin ich da nicht so der Fan davon. Ist mir zu klaustrophobisch. Ich glaube lieber, also, weil, wisst ihr, was ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, wenn ich es mir absolut aussuchen könnte, wie ich beerdigt werde, dann fände ich es am coolsten, wenn ich ins Weltall geschossen werde. Einfach so als fliegende Leiche. Oder vielleicht in so einem Science-Fiction-Sarg auch gerne. 3ND09, just resubbed vor 2 Moons. Dankeschön, Lack. Das ist super nett von dir. Danke für den 2. Monat im Sub. Das wäre so meine Traumbeerdigung. In einem Space-Science-Fiction-Glas-Shuttle-Sarg ins Weltall geschossen werden. Und dann einfach durchs ewige Nichts treiben. Bis ich vielleicht mit irgendwas mal zusammenstoße. Oder, dass das ein Stuhltisch ist, macht das irgendwie besonders creepy, oder? Oder ich werde dann vielleicht irgendwann von Außerirdischen gefunden, die mich wieder erwecken können. Ob ich das will, ist nochmal eine andere Frage. Ich weiß nicht, was die da mit mir vorhaben. Wahrscheinlich sind dann schon alle tot auf der Erde, die ich kannte. Aber gut, trotzdem. Warum nicht? Let's go, Aliens. Holt meine Leiche und erweckt mich wieder, wenn es soweit ist. Okay, ich brauche anscheinend wirklich erst die 4 Herzen. Ich kann die denen jetzt auch noch gar nicht reinlegen. Ich dachte, ich gebe mal die 3 ab, die wir haben. Oh, guck mal, die sind unterschiedlich. Eins schlägt aber irgendwie noch schneller oder wilder oder so, oder? Und eins ist aber tot. Was stand da? My head hurts. Mein Kopf tut mir weh. Es hat aufgehört zu schlagen. Es schlägt nicht mehr. Okay, aber ein Herz fehlt noch irgendwo. Leider. Da wird jemand anders einfach drüber gegraben, denke ich. Die Totenruhe darf während der Ruhezeit 20 bis 30 Jahre. Okay. Die Ruhezeit darf je nach Kommune verlängert werden. Findet man nach Abschluss der Ruhezeit noch Gebeine, findet das neue Begräbnis darüber statt. Also quasi geschichtet. Ja, okay. Das macht dann Sinn und das beantwortet meine Fragen. Also man wartet wirklich, bis die Person basically komplett kompostiert ist. Und erst wenn man dann nichts mehr findet, wenn alles weg ist, dann wird das Grab neu belegt. Und ansonsten kommt quasi drüber dann die nächste Person. Das wirft mich wieder vor die Frage, ob Gräber dann nicht immer höher und höher werden müssten. Also so, ne, die Beerdigungstiefe immer mehr abnimmt. Aber das wird schon klappen anscheinend. Meine Lieblingsvariante wäre verbrennen und dann über einen Wald verstreuen. Ja. Verbrennen ist irgendwie so drastisch, finde ich. Weiß ich nicht. Da ist ja gar nichts mehr von mir übrig, außer Kohlenstoff. Aber andererseits, nee, ich hab, irgendwie würde ich schon gerne, muss ich sagen, na, vielleicht ist Beerdigen doch gut. Weil, es ist natürlich auch nur, es ist natürlich auch wurscht, weil das Bewusstsein ist sowieso weg, aber wenn man sich beerdigen lässt, dann ernähren sich wenigstens irgendwelche Würmer und Insekten und auch Pflanzen von einem und nehmen die Materie auf und zumindest die Masse, die man mal war, die lebt ja dann basically weiter, wenn auch in anderer Form. Aber das ist alles nur so philosophisches Blabla, weil ne, Tod ist halt Tod. Aber ja, trotzdem, der Gedanke ist ein bisschen tröstlich für mich. Dass quasi meine Biomasse weiterlebt. Vielleicht will ich doch nicht ins Weltall geschossen werden. Aber deswegen will ich auch nicht verbrannt werden, weil dann bin ich ja, dann löse ich mich ja wirklich auf. Ne, ich meine, laut Energieerhaltungsgesetz bleibt, kann das nicht ganz verschwinden, was ich jetzt bin, aber das wird mir zu abstrakt dann irgendwie. Ich würde gern eingefroren werden und nach dem Krieg mit Powerrüstung wiederbelebt werden. Na gut. Ich habe gehört, so diese ganzen Millionäre, die sich irgendwie in den 90ern haben einfrieren lassen mit so Kryoschlafdinger,
Die sind jetzt mittlerweile alle Suppe einfach. Das hat wohl nicht so gut funktioniert. Was bist du? Für mich bin ich meine Persönlichkeit, mein Wesen. Der Körper ist nur die Hardware. Ja, eben. Würde ich grundsätzlich auch so sagen. Deswegen ist es ja leider relativ wurscht, was dann mit meiner Biomasse passiert. Trotzdem ist für mich der Gedanke eben ein bisschen tröstlich, dass das da bleibt und weiterlebt in anderer Form. Aber die aktuelle Konfiguration dieser Materie, die mich ausmacht, die existiert dann leider nicht mehr. Das lässt sich nicht vermeiden, ja. Aber wisst ihr, keine Ahnung, das ist ja gerade irgendwie auch das Coole an der ganzen Geschichte. Alles, was wir alle sind, jedes Atom, jedes Elektron in unserem Körper, ist so alt wie das Universum und war schon überall unterwegs. Und es ist crazy shit, sich das vorzustellen. Und wir sind nur eine vorübergehende aktuelle Konfiguration. Für einen unglaublich kurzen Moment, für einen unfassbar kurzen kosmischen Moment sind all diese Teile so zusammengekommen, dass wir sind. Und wenn wir sterben, dann gehen die wieder in den Normalzustand zurück, wie es davor auch schon all die Milliarden Jahre war. Und irgendwie ist das cool. Ich mag den Gedanken. Leider finde ich das letzte Herz nicht. Das finde ich nicht cool. Den Gedanken mag ich nicht. Dass da ein Gegner war, hat mich jetzt irgendwie vermuten lassen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Aber ich laufe jetzt einfach nur zurück und zwar schon ziemlich weit. Heute ist sehr tiefsinnig, ja. Oh ja, guck mal, aber hier ist tatsächlich so eine Blutspur. Die Blutspuren haben mich normalerweise immer zu Herzen geführt. Ach, guck. Tatsächlich hat sich gelohnt, dass wir zurückgelaufen sind. Naja, dann hoffe ich, dass ich jetzt wieder zu den Händen finde. Und dann bin ich gespannt, was dann passiert. Die Musik ist neu. Hallo, holy cow. Ich habe zwei Ängste für das Spiel jetzt gerade. A, gleich springt irgendein großer Boss ums Eck. Und B, ich bin im Kreis gelaufen. Oh Gott, ich bin im Kreis gelaufen, glaube ich. Oh, hier war ich ja noch nie. Was ist denn hier los? Da sind drei Schlösser und ein dummes Symbol. Wirklich? Stand da ein dummes Symbol, ist da drauf gepaintet? Ich habe das Gefühl, die Musik suggeriert mir, dass das Spiel irgendwas Cooles für mich vorbereitet hat, wenn ich jetzt mit dem vierten Herz komme, aber ich finde nicht hin. Jetzt sitzt da die Band irgendwo und spielt ihr creepy Lied, aber ich bin zu dämlich, wieder zurückzufinden. Die sitzen da wahrscheinlich und denken sich, nee, lauf doch links jetzt hier, lauf doch jetzt hier links, du Trottel. War das vorher schon so? Hey Jan, das ist Hollow Body, ein Survival-Horror-Spiel, das letzte Woche erschienen ist. Genau, leider nicht Outbreak, weil Outbreak wollte nicht. Das war eigentlich mein Plan.
So, hier haben wir das Herz gefunden. Ah, nee, ich bin wieder hier. Oh, Gott sei Dank. Okay. Cool. Das war reines Glück. Benutzen. Jetzt hat jeder ein Herz bekommen. I don't know what compelled me to do that. Ich weiß nicht, was mich dazu gebracht hat, das zu tun. Ich kann in der Entfernung ein dumpfes Rumpeln hören. Nee, ist kein Resident Evil. Aber erinnert sie an so Silent Hill Resident Evil-artige Spiele. Das ist, glaube ich, Sinn der Sache quasi. Aber ich finde das wirklich interessant. Ich habe noch vor ein paar Jahren, habe ich mich gewundert, als so die... Also spätestens als das Resident Evil 2 Remake kam, ne? Und man gemerkt hat, dass Capcom jetzt quasi eher so in eine modernere Action-Richtung geht, habe ich mir gedacht, warum fangen jetzt die Indie-Studios nicht an, klassische Survival-Horror-Spiele zu machen? Jetzt wäre die Zeit für diese Nische. Diese Nische kann jetzt von denen gefüllt werden, weil die großen Publisher machen es nicht mehr. Und bam, ein paar Jahre später werden wir... Oh Gott, hast du mich erschrocken. Werden wir überschwemmt mit klassischen Survival-Horror-Spielen. Ziemlich nachvollziehbarerweise. Okay, ich schätze mal, wir sind richtig, weil der Gang ist sehr lang und ich bin noch nie so einen langen Gang lang gelaufen. Der ist neu, oder? Ich höre ein Pochen. Wir laufen in Richtung schlagendes Herz oder so. Oh, irgendein Spinnentier. Aber ich ignoriere es einfach. Das ignoriert mich. Ich ignoriere es. Alle sind gut. Alle sind cool hier. Werde ich von so einem Spinnentier verfolgt, zufällig? Willst du kämpfen? Okay, ich schätze, ich hab's getötet. Es war, vielleicht wollte es nur mein Freund sein. Ich weiß es nicht. Gruselig. Warte mal kurz. Mein Handy hat gebimmelt. Aha, okay. Das hat Zeit. Let's go. Wo bin ich jetzt? Toter? Schrotflintenmunition? Schön. Hä? Aber ich muss... Was ist denn mit der Tür? Mit der Tür mit den vielen Schlössern? Ich hätte gedacht, das ist... Ich hätte gedacht, wir müssen jetzt irgendwie 4 Schlüssel oder so finden. Keine Ahnung. Na gut, ich schätze mal, die Tür mit den verschiedenen Schlössern ignorieren wir dann einfach. Ich frage mich, ob dieses... Du könntest mich nicht dafür bezahlen, da wieder reinzugehen. Ob das Foreshadowing ist, dass wir nachher nochmal rein müssen. Es gibt ja auch irgendwie noch in dem ersten Apartment, wo wir waren, habe ich nicht alle Türen geöffnet. Aber vielleicht ist da ein Hund. Aber vielleicht habe ich einfach was übersehen und das waren optionale Räume. Irgendwie könnte mein Begleiter wirklich ein bisschen helfen. Oh, ich höre entweder Leute hier ein Telefon oder jemand fährt mit seinem Fahrrad durch die Gegend. Ah, hier. Hätte auch so eine Klingel von so einem alten Fahrrad sein können. Fühlst du dich gut, kleiner Spatz? Du siehst ein bisschen blasser aus. Was interessiert dich? Du siehst so aus, als hättest du einen Geist gesehen. Ich weiß nicht, was noch wahr ist und was nicht. Die kommen immer mehr.
Oh, meine Liebe, du hast es so gut bis jetzt gemacht. Es ist wirklich schade, dass du dafür nicht gemacht bist. Fick dich. So ein dreckiges Mundwerk für so ein hübsches Ding. Was versuchst du hier zu erreichen? Warum rufst du mich dauernd an? Warum hebst du denn immer wieder ab? Ich will sie doch nur finden. Sag mir doch einfach, ist sie noch am Leben? Verdammt, was sage ich da überhaupt? Ich kann hier nicht bleiben. Du solltest besser weitermachen. Du hast nicht mehr viel Zeit. Selbst im Krankenhaus noch stressig. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin sehr gespannt auf das Silent Hill 2 Remake und mittlerweile, ich würde nicht sagen optimistisch, aber sogar vorsichtig hoffnungsvoll, dass das was werden könnte. Bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall wirklich jetzt sehr gespannt drauf. Also ich war eigentlich schon immer gespannt drauf, aber ehrlich gesagt, bis vor ein paar Monaten oder Wochen war ich gespannt drauf, weil ich sehen wollte, wie schlimm sie es verkacken. Aber jetzt denke ich mir so, na gucken wir mal, vielleicht wird es ja ganz nice. Okay, ich schätze mal, um die Story von dem Spiel mal so ein bisschen zu recappen. Ich gehe mal davon aus, dass die KI-gesteuerten Nanobots, die ewiges Leben verschaffen sollen, zu dem geführt haben, was hier so vor sich geht. Und dass im Grunde die auch diese Plage sind, von der wir schon gelesen haben, die im Grunde die Menschheit beinahe ausgelöscht hat. Und weswegen es diese krassen Quarantänezonen gibt. Und alles, was wir hier so sehen, diese Wucherungen überall, diese Monster, sind im Grunde die Produkte von diesen Nanobots. Ich meine, das mit dem ewig Leben hat scheinbar irgendwie mehr oder weniger funktioniert, ne? Die sind nicht verhungert. Die leben noch in einer Stadt, in der eigentlich durch die lange Quarantäne alle Menschen tot sind. Also irgendwie hat das sie am Leben gehalten. Ja, klar. Das Silent Hill 2 Remake werden wir auch im Stream spielen. Das habe ich definitiv auf meiner To-Do-Liste. Auf jeden Fall. Ach ja, genau. Übrigens, Leute, wie machen wir das am besten? Nächsten Dienstag wird es keinen Stream geben. Dafür machen wir, glaube ich, Mittwoch dann extra langen XXL-Stream. Ich glaube, so rum machen wir es. Alternativ ist Dienstag der sehr lange Stream und Mittwoch keiner. Ich bin mir noch nicht sicher, aber irgendwie nächste Woche wird es einen extra langen Streamtag geben und nicht zwei. Aber wie genau, weiß ich noch nicht. Ich werde das sowohl auf dem YouTube-Kanal als auch auf dem Discord posten, sobald ich es weiß. Wie konnte ich gleich nochmal... Ah, hier kann ich das Ziel wechseln. Oh, keine Munition mehr. Aber irgendwie war das auch, ich weiß nicht, irgendwie wollte ich die Pistole jetzt auch leer kriegen. Keine Ahnung warum. Damit man die coolen Waffen benutzen kann, schätze ich mal. Die neue Axt haben wir auch noch nicht probiert, ne? Irgendwie, guck mal, das ist irgendwie lustig. Das ist mir vorher schon aufgefallen. Die Gegner liegen jetzt am Boden, weil sie verwundet sind. Ich laufe jetzt mal ein bisschen weg, Achtung. Und jetzt gehe ich ins Menü. Mach irgendwas, rüst mal eine andere Waffe aus. Und jetzt stehen sie und fallen wieder um. Ha, witzig.
Lieber Mittwoch, da habe ich frei. Ich kann es noch nicht sagen. Ah ja, genau, stimmt. Es könnte eventuell auch der Donnerstag sogar werden, ausnahmsweise. Ich schau mal, dass ich euch spätestens Anfang nächste Woche da Bescheid geben kann am Montag. Aha, ein Supermarkt. Oh, hier klingt's monströs. Okay. War Leon hier vor kurzem noch? Oh, guck mal, nimm bitte alles mit, okay? Nimm bitte alles mit, was da ist. Wir nehmen jetzt nur eine Fuse. Irgendwo müssen wir anscheinend eine Sicherung einsetzen, da waren wir noch gar nicht. Nimm doch die Zange und die Schere auch mit. Wir brauchen die garantiert irgendwo wieder. Irgendwo ist wieder ein blödes Rätsel und dann haben wir das passende Werkzeug nicht dabei wegen dir. Okay, ich schätze, wir gehen mal da rein, wo noch ein Monster ist, offensichtlich, oder? Da hat gerade das Auto eben nicht ganz funktioniert. Ein Newspaper-Artikel. Tension rises as Sherwood Project faces scrutiny. Ah ja, genau, das stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Es gibt ja auch diese Wohltätigkeitsorganisation, die irgendwie hier den Nahverkehr ausgebaut hat oder irgendwie sowas. Die sind ja da auch irgendwie involviert. Und scheinbar haben die dann die Mieten erhöht und wollten die Leute rausekeln. Aber warum, wissen wir noch nicht genau. Aber die stecken bestimmt mit dieser Nanobot-Firma unter einer Decke. Okay. Das Sherwood, das ambitionierte Sherwood Revitalisierungsprojekt in Branston war einst ein Leuchtfeuer der Hoffnung. Und jetzt ist es eher nicht mehr so geil, weil die Anwohner sagen, eieiei, weiß ich nicht, Digga. Der anfängliche Enthusiasmus ist nun Skeptizism gewichen. Und die lokalen Leute machen sich Sorgen, dass Versprechungen nicht eingehalten werden können. Monate ist das Projekt jetzt schon am Laufen und die Bewohner von Branson haben angefangen, die spezielle Implikationen der ambitionierten Überarbeitung zu spüren. Überall sind Baustellen in der Stadt, die für sehr viel Störungen sorgen und die täglichen Routinen stören. Viele haben am Anfang auf neue Jobs gehofft, aber tatsächlich geht das nur sehr langsam voran mit der Erschaffung von neuen Jobs. Ja, okay. Criticism over perceived delay. Und scheinbar verspätet sich alles. Und die CEO, Sarah Reynolds von Sherwood, hat gesagt, wir verstehen, dass sich die Leute Sorgen machen, aber unser Ziel bleibt immer noch das gleiche und wir wollen positive Veränderungen bringen, aber erkennen an, dass wir Rückschläge erleiden mussten. Ja, genau. Residents call for greater transparency. Also die verlangen mehr Transparenz in dem Projekt, was eigentlich genau passiert und die Prozesse und so weiter. Ja, genau, die Wohltätigkeitsveranstaltung ist ins negative Licht gerückt und ja, genau, finden halt die Leute nicht so geil. Okay, für mehr Informationen info@sherwoodstatesmanagement.com. Meint ihr, die E-Mail-Adresse gibt es wirklich? Und wenn man da was hinschreibt, passiert was? Ich mache das jetzt, ich schreibe jetzt eine E-Mail hin.
Ich mach das jetzt. Oh, jemand hat bei Holy bestellt. Dankeschön für die Bestellung da hat jemand für über 100 Euro bestellt. Dankeschön, unbekannterweise. Jetzt passt auf. Ich schreibe eine E-Mail. Verfassen. Hello? Fragezeichen. Betreff. Hello? Fragezeichen. Info. @. Ich hoffe, ich kriege einen Unsterblichkeitscheat, wenn ich das jetzt mache. Sherwood Estates Management.com. Warte mal, ob ich das richtig geschrieben habe. S-H-E-R-W-O-O-D-E-S T-A-T-E-S, T-A-T-E-S und dann Management.com. Okay, ich schicke das jetzt mal. Ha. Ich kriege keine Benachrichtigung, dass die E-Mail-Adresse nicht existiert. Where's everyone going? Bingo. Bingo. Dankeschön, T-Bone. Ich krieg keine, konnte nicht zugestellt werden, Benachrichtigung. Ich bin gespannt. Schauen wir mal, ob was kommt. Spielen wir mal weiter. Wie viele Pfeile haben wir denn eigentlich noch? 4. Okay. Wir haben wieder ein bisschen Pistolenmunition, aber nur 6 Schuss. Wir haben ein bisschen Pumpgun-Munition. Vielleicht sollte ich mal in den Nahkampf wieder übergehen. Wir haben nicht mehr so viel Fernkampf. Das war jetzt lustig. Fernkampf fühlt sich gut an in dem Spiel tatsächlich. Also das Trefferfeedback ist schön. Aha, die Power funktioniert nicht. Dafür haben wir wahrscheinlich die Sicherung gefunden, ne? Das wussten wir schon vorher. Das hatte sie im Gefühl, dass hier irgendwas mit der Sicherung nicht stimmt. Ich krieg keine Antwort, leider. Ich hätte es voll cool gefunden, wenn da jetzt wirklich irgendwie so eine automatisierte Danke für Ihr Interesse am, ne, Renovierungs... genau. Für die für Modernisierungsarbeiten... hier in Dingsy interessieren. Aber die E-Mail ist, glaube ich, irgendwo angekommen. Ich frage mich, wo ich jetzt die E-Mail hingeschickt habe. Zum Glück habe ich nichts Weirdes geschrieben. Danke nochmals, T-Bone, für die Quacks. Oh oh, Angriff. Ich habe das Gefühl, manchmal funktioniert das nicht so ganz. Aber gut. Also ich meine, es hat funktioniert. Der Hund ist gestorben. Es sah nur wirklich komisch aus. Also die Seite scheint es zu geben, aber sie sagt launching soon. Ah, okay, okay, okay. Oh, oh Gott, shit. Na, dann kommt mal her. Ich bin bereit für den Nahkampf. Ich habe überhaupt keine Reichweite. Ganz genau! Ganz genau! Dankeschön, Timon. Also irgendwie ist diese Axt echt scheiße. Ich hau die ganze Zeit daneben. Aber für die drei hat gereicht. Oh, da hinten ist ein Fetter. Oh, shit. Oh, ich glaube, ich nehme irgendwas Fernkampfiges. Damn it. Schnell.
Okay, gut. Und nochmals danke, T-Bone. Das Spendenglas wird prall gefüllt. Das freut mich sehr. Hurra! Alter, bin ich erschrocken. Ja, ich auch. Jetzt sind wir alle wach. Der Kampfschrei Leroy Jenkins hat uns wach gemacht. Bereit für den Kampf. Oh. Dankeschön nochmal. Ja, das Leroy Jenkins sollte eigentlich nicht so laut sein. Das war nicht der Plan. Es gibt ein anderes, das absichtlich laut ist. Aber das habe ich sehr teuer gemacht, damit das nicht so oft kommt. Ah ja. Oh, warte mal. Wir haben hier ein Radiosignal. Mama, ich will spielen. Hey, listen. Shelly, wir haben darüber geredet, wir können da nicht mehr hingehen. Bitte! Es ist nicht mehr sicher für kleine Mädchen. Männer werden uns sagen, dass wir nicht dahin dürfen, wenn wir es versuchen. Das ist nicht fair, ich hasse die. Du dummer... Die sind dumme, dumme Männer. Stop it. Okay, die dürfen nicht auf dem Spielplatz. Du kannst so nicht mit denen reden, Shelly. Es tut mir leid. Mit allem, was hier so vor sich geht, hat sie einfach Probleme, sich anzupassen. Der Park ist für Jungen und Mädchen, die klein sind, und nicht für Erwachsene. Das reicht jetzt, Shell. Du hörst besser auf deine Mami. Weiß ich, habe ich nicht mitbekommen. Gop. Irgendwas mit Gop. Gop mag keine unartigen Kinder oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Okay, schaff dein Kind aus meinem Gesicht weg. Das kleine Arschkind, dem muss man mal Manieren beibringen. Also scheinbar war da irgendein Wachmann, der den Spielplatz bewacht hat und aufgepasst hat, dass da niemand drauf geht. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir die easy stehen lassen könnten, oder? Aber wo ist da der Spaß? Oh, keine Munition, der Hund kommt! Na super. Ich habe noch ein bisschen Pumpgun. Ja. Yeah. Die Pumpgun haut wenigstens ordentlich rein. Das ist schon schön. Oh, du lebst ja immer noch. Oh, guck mal, mein Begleiter hat gerade Schaden bekommen. Also zumindest eine Animation, eine Schadensanimation. Ich weiß nicht, ob er wirklich Schaden bekommen hat. Aber ich frage mich gerade, ob der sterben kann. Pistolenmunition, das trifft sich gut. Okay, passt mal auf. Ich will echt nicht die ganze Schrotflintenmunition verschwenden. Wir müssen wieder mit unserer beschissenen Axt kämpfen. Ich
habe ehrlich gesagt das Gefühl, unser Baseballschläger ist besser, oder? Oder unser Brett, besser gesagt. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie schneller, aber es hat auch nicht so viel Reichweite. Da musste ich schon auch immer sehr viel hinterherlaufen, kann ich mich erinnern. Das stimmt schon. Was ist eigentlich unser Ziel? Wo laufe ich hin? Wo wollen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich bin noch richtig. Ja, anscheinend. Okay, cool. Weiter geht's. Oh. Ein Zettel hängt am Baum. Sherwood Estate Management Telefonnummer info@sherwoodestatemanagement.com www. Also wir kriegen leider keine Antwort-E-Mail scheinbar, aber die E-Mail-Adresse gibt es tatsächlich, aber es kommt nichts zurück, bis jetzt zumindest nicht. Jetzt gehe ich auch mal schnell auf www.sherwoodestatemanagement.com. Das verstehe ich übrigens jetzt erst. Dass ja von der Wohltätigkeitsveranstaltung der Name Sherwood ist. Und Sherwood ist ja der Robin Hood-Wald, ne? Sherwood Estate Management, launching soon. Das sieht aus wie eine Standardseite. Das sieht aus, als hätte sich da jemand eine Domain gesichert. Aber, also das sieht nicht aus, als wäre das für das Spiel gemacht worden. Ich habe das Gefühl, da gibt's zufällig Überschneidungen. Wartet mal schnell. Das ist ja mysteriös. So sieht das nämlich aus hier. I have questions. Name, E-Mail-Adresse, nee. Das sieht irgendwie nicht aus, als würde das zu dem Spiel gehören, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Dann habe ich denen wahrscheinlich jetzt eine E-Mail geschrieben. Das wäre lustig. Naja, okay. Wir haben den Slenderman getriggert jetzt, okay. Also, liebe Bewohner, und wir wurden informiert, Frustration caused by the, okay, durch den absolut gerechtfertigte Verzögerung in den Bauprojekten haben wir anscheinend einige an Frustration geweckt. Wir entschuldigen uns für die verlängerten Unannehmlichkeiten. Komische Geräusche hier. Ich krieg Angst. Also Straßen sind gesperrt. Wir verstehen, dass das challenging ist und so weiter. Conducting a thorough review of the construction timeline. Ja, wir schauen uns die construction timeline nochmal genauer an. Und so weiter und so fort. PR, bla bla. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Okay. Nee. Heute machen wir nichts mehr außer Hollow Body. Ich werde auch nicht mehr so lang machen. Heute ist einfach nicht mein Tag. Ich habe jetzt dann, glaube ich, keinen Bock mehr. Aber wir müssen jetzt noch weiterspielen, bis wir irgendwo speichern können, definitiv. Aber manchmal, wisst ihr, keine Ahnung. Hat man so Tage. So. Jetzt will ich den Baseballschläger nochmal testen gegen die Gruppe. Bei meiner Erinnerung war der irgendwie besser.
Ah, okay. Muss schon viel länger mit dem Baseballschläger einhauen. Der ist schneller und irgendwie mag ich die Animationen, glaube ich, lieber. Ich kann da besser lesen, was passiert. Bei der Axt ist es irgendwie komisch, aber die macht definitiv mehr Schaden. Aber guck mal, wie blöd die zuhaut. Ich hau so oft an den Gegnern vorbei. Aber die ist schon wesentlich effektiver als der Baseballschläger, da kann man nichts sagen. Irgendwas bekannt über neues Resident Evil? Ne. Ne, es gibt offiziell noch keine Bestätigung über irgendwas Resident Eviliges. Gar nichts. Bin sehr gespannt, was jetzt wirklich als nächstes kommt. So viel, ich habe so viel Gerüchte gehört, so viel vermeintliche Insider-Informationen, ne? So viel Sachen. Ich bin gespannt, was jetzt genau wirklich Sache ist. Ich kann auch aktuell wirklich gar nichts dazu sagen. Ich kann keine Vorhersagen machen, weil ich habe einfach wirklich auch keine Ahnung. Aber ich denke, entweder Resident Evil 9 oder Code Veronica könnte schon sein. Aber es könnte alles sein. Keine Ahnung. Kingsway Court. Oh Gott, müssen wir jetzt in die U-Bahn? Oder ist das ein Einkaufszentrum? Es ist schon irgendwie ein bisschen U-Bahnig, ne? Oh, ich habe eine E-Mail bekommen. Ah, okay. Von LinkedIn. Egal. I need to tell you something. Ich muss dir was verraten. When we talked. No. When we fought. Wenn wir, als wir geredet haben, nicht mal als wir gestritten haben die Nacht. It wasn't that I didn't understand. Es war nicht so, als ob ich dich nicht verstanden hätte. Ich wusste. How much. Und ich weiß, wie viel es dir bedeutet. Aber ich halte es einfach nicht aus, nicht da zu sein. Nicht an deiner Seite zu sein. Dich zu unterstützen, wenn du mich am meisten brauchst. Ich hätte das nicht so an mich ranlassen sollen. Das war egoistisch. Du hast deine Entscheidung getroffen und ich sollte das respektieren. Ich wünschte mir nur, es wäre anders. Für uns alle. Die Meta-Erzählung verstehe ich irgendwie nicht. Haben wir irgendwie eine Beziehung mit der Frau, die wir suchen? Und das sind so die Erinnerungen an Gespräche mit ihr? Oder ist das unser innerer Monolog? Ist das das, was wir ihr gerne sagen würden oder so? Das, check ich nicht. Okay, ich schätze, ich kann mit dem Ding keine Kisten öffnen. Das ist auch irgendwie ein Nachteil. Von der Waffe. So. Einen möglichen Zeitpunkt, wann ein neues Resident Evil vorgestellt wird. Also, da jetzt für dieses Jahr, glaube ich, schon so ziemlich oder viele der größeren Termine vorbei sind, wo sowas angekündigt werden könnte, wären die Game Awards dieses Jahr eine Möglichkeit, die wahrscheinlich wieder so im Dezember sind. Oder aber, und das halte ich auch nicht für unwahrscheinlich, Capcom macht eine eigene Show, eine eigene Präsentation, vielleicht auch einfach vollkommen losgelöst von irgendwas anderem. Und da sehen wir dann vielleicht was. Ja, Half-Life 1 und 2 habe ich natürlich gespielt. Wären von der Lore her definitiv cool, ja. Du bist so nahe dran. Ich kann es fühlen. Gibst du denn nie auf? Ich komme hier raus und du siehst mich nie wieder. Nein, noch nicht. Wir haben noch unvollendetes Business. Ah, red einfach mal raus, was du denkst. Ich kenne dich nicht und du interessierst mich nicht. Du verletzt meine Gefühle. Sag's mir doch einfach, bitte. Was ist hier los? Wirklich?
Na, das würde doch die Überraschung kaputt machen. Du weißt es selber nicht, oder? Du bist genauso verloren wie ich. Traurig und allein. Du hast Angst. Deine Stimme zittert. Ich habe keine Angst. Ich bin einfach nur verdammt müde. Ich will meine Freundin zurück. Ich will nach Hause. Zu Hause ist, wo das Herz ist. Kannst du es hören, wie es schlägt? Ja, tut mir leid. Ich bin mit deinem creepy Stalker-Shit fertig. Ich hau ab. Hab noch ein schönes Leben. Ah, das klingt jetzt so, als wären wir Richtung Finale, ne? Aber ich will jetzt nicht mehr. Ich will jetzt nicht mehr. Heute habe ich einfach keinen Bock mehr. Nee. Ich gehe mal schnell ums Eck hier. Ich will noch schnell gucken. Nee, okay. Ah, nicht, dass das jetzt der finale Flur ist, aber ich denke nicht. Ist schon okay. Hören wir auf für heute. Beim nächsten Mal spielen wir es dann vielleicht noch durch.